Hallo Leute, willkommen zurück zu Simms the Sorcerer. Das letzte Mal haben wir hier aufgehört, bevor wir in den Shop reingegangen sind. Wir haben die Einkaufsliste gefunden und die wohl hier zum Laden gehört, deswegen werden wir jetzt mal gucken, was wir mit der machen können. Ja, so. Da haben wir wieder die zwei netten Herren. Hierher kommt der Asparagus-Gelee mit all den anderen Gelees. Einkaufsliste an den Ladenbesitzer. Entschuldigung? Na? Du bist nicht der, der sonst kommt. Er ist krank. Oh, na gut. Sag dem Lieferjungen, dass wir es draußen stehen lassen, wenn wir damit fertig sind. Okidoki. Okay. Was auch immer der draußen stehen lassen wollen. Wahrscheinlich die Einkäufe auf der Liste. Steht aber noch nichts. Das heißt, wir müssen uns mal weiter umgucken. Ich meine, wir suchen immer noch dieses blöde... Wir suchen immer noch das Metall für den Holzfäller. Wir suchen... Na, da wollten wir nicht lang. Wir suchen... Jetzt ist hier eine Kiste. Warum ist hier eine Kiste? Die schauen wir uns nachher an. Wir suchen immer noch... Wir suchen das Metall, wir suchen den Stab, wir suchen Kalypso, wir suchen den Druiden. Das mit Wasser haben wir gelöst. Aber wir haben auch die Bohnen. So. Keine Ahnung, was wir mit Bauchcreme machen sollen. Können wir dem vielleicht den Ring geben? Bringt das vielleicht irgendwas? Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Okay, dann nicht. Ja, was können wir hier noch machen? Wir können hier im Dorf nochmal umschauen, ob ich irgendwas übersehen habe. Hier ist noch das Wagenrad. Das kann ich aber irgendwie nicht benutzen. Ich glaube, hier finde ich kein Milrit. Nee. Mit dem Wagenrad können wir auch irgendwie nicht so wirklich was anfangen. Was haben wir hier so? Das war doch das Haus vom Druiden, glaube ich. Genau. Aber der ist immer noch nicht da, der nette Herr. Und irgendwie die Kräuter und so kommen auch noch nicht ran. Elchkopf. Können wir den mitnehmen? Elchkopf. Schauen wir mal. Komm schon. Hoch die Treppe. Ich finde das Haus immer noch echt cool. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Okay, einen Elchkopf will er nicht mitnehmen. Halt. Bewege Elchkopf. Da war auch noch irgendwas. Das ergibt doch keinen Sinn. War doch gerade irgendwas. Nur wenn ich mich hier... Ach, das war wahrscheinlich der Elchkopf. Nein, hier. Erkältungssaft. Aha. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Erkältungssaft. Ist echt manchmal schwer, hier Sachen zu finden. Ein super starker Elefantenhustensaft. Okay. Wofür auch immer wir den brauchen können. Wir haben einen Hustensaft gefunden. Ist ja auch nicht so ungewöhnlich für einen Druiden, dass er irgendwie solche Kräuter hat. Was gab es hier drüben noch? Ach, hier war diese komische Schokoladentrüffeltür. Und die... Das muss ein extrem billiger Bonbonladen sein. Warum eigentlich? Ich meine, er hat eine Schokoladentrüffeltür. Hallo? Es ist abgeschlossen. Können wir die essen? Das habe ich nie so ganz verstanden. Ja, wieso? Frisst die Tür. Benutzen wir doch mal das Schwein mit der Tür. Ob das was bringt? Tatsache, es bringt was. Wir setzen ein Schwein auf eine Trüffeltür an. Klingt nach einem guten Plan. Ich glaube, die Tür lebt nicht mehr lange. Na, komm. Komm, Rapunzel. Mach schon. Mach uns ein schönes Loch in die Tür. Genau, lecker, lecker, lecker. Sehr schön. Ist auch eine Form von Einbrechen. Wenn man einfach so die Tür aufnagt. So, was haben wir denn hier? Einen Tisch. Tisch, schauen wir uns mal den Tisch an. Es ist alles gedeckt und bereit zum Tee. Können wir den benutzen? Mit was? Mit Rapunzel? Das geht doch so nicht. Können wir da vielleicht uns zum Essen hinsetzen? Das verbietet mir mein Diätplan. Okay, was gibt's hier noch? Tisch, da ist nichts, da geht's raus. Hier ist ein Ofen. Schauen wir uns mal den Ofen an. Wie Oma einen hatte. Okay. Sie schläft auf dem Boden. Können wir den Ofen irgendwie benutzen? Benutze Ofen. Mit Streichhölzer? Das geht doch so nicht. Okay, keine Ahnung. Da ist ein Bett. Schauen wir uns das Bett an. Sieht sehr gemütlich aus. Sehr gemütlich. Ein Hut. Dieser Hut perfektioniert jedes Imker-Outfit.
Na super, nehmen wir doch mal mit. Zack, Imkerhut geboren. Ja, ein Imkerhut. Da ist noch eine Imkerpfeife. Das sieht aus wie eine Art Joint für Imker. Der hat vielleicht Sachen. Ich will die Pfeife mitnehmen. Ich habe schon eine Idee, für was wir es brauchen können. Und zwar ist hier draußen der Bienenstock. Mal schauen, ob wir damit irgendwas machen können. Ich habe keine Zeit zum Faulenzen. Okay, wir können nicht schlafen. Können wir mit Rapunzel eigentlich noch reden? Ich bin nicht Dr. Doolittle, weißt du? Okay, wir können nicht mit ihr reden. Gehen wir doch mal raus. Raus, komm schon. Bienenstock. Schauen wir uns doch mal den Bienenstock an. Zu nahe gehe ich da nicht ran. Gut, dann benutzen wir noch die Imkerpfeife. Ich meine, es klingt sehr logisch. Imkerpfeife gegen Bienen. Und hepp. Sehr schön, keine Bienen mehr. Oh, unser Hut ist ein bisschen platt. Jetzt hat gerade den Hut aufgeblasen, nicht schlecht. Und alles zurück in den Hut. Bienenstock. Alle Bienen sind bekifft. Yay. Da war noch. Das hängt am Bienenstock. Okay, dann nehmen wir doch mal das Bienenwachs mit. Kann man sicher für irgendwas brauchen. Ich habe etwas Bienenwachs aus dem Korb genommen. Gut. Mal schauen, für was wir Bienenwachs brauchen können. Aber ich glaube, hier sind wir erstmal fertig. Gucken wir uns mal weiter um. Wir müssen ja immer noch hier irgendwie diese Axt kriegen, das Metall und... Och Gott, so viel zu tun. Das Wagenrad ist sicher auch noch für irgendwas lustig. Wichtig. Entschuldigung, ich habe irgendwie mal wieder einen Sprachfehler heute. Der Schmied. Tür. Amboss. Oder irgendwas. Amboss anschauen. Irgendwas noch machen können. Heavy Metal. Okay. Abgefahren. Aber ich glaube, da geht es immer. Guten Morgen. Er ist zu vertieft in seine Arbeit, um mich zu hören. Okay, das bringt uns also auch nicht weiter. Was haben wir hier noch? Da ist, genau, hier ist das Haus von Calypso gewesen. Schauen wir doch da nochmal rein, ob wir irgendwas übersehen haben. Aber der Wandteppich. Ein seltsames Bild mit seltsamen Symbolen. Okay, Schublade, Krempel. Kühlschrank. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ach, warum denn nicht? Öffnen. Die Tür scheint zu klemmen. Okay, können wir die vielleicht irgendwie wachsen oder so? Das geht doch so nicht. Oder Erkältungssaft, irgendwas Ölmäßiges? Das geht doch so nicht. Okay, Ich denke, wir brauchen irgendwie ein Öl, um diesen diese Schranktür zu öffnen. Aber... haben wir noch nichts. Dann schauen wir auch mal hinter die Hütte. Was haben wir hier? Kompost. Ein Haufen magischen und stinkenden Kompostes. Okay. Wir haben doch die magischen Bohnen. Was können wir doch da sicher einpflanzen? Weil Komposterde, genau, ist super fruchtbar. Da haben wir es auch schon. Yay. Wow, das muss ein guter Kompost sein. Ja, ist auch magischer Kompost, aber ist ganz schön schnell vertrocknet, das Ding. Was haben wir hier? Wassermelone. Groß, grün und saftig. Dann nehmen wir doch unsere Wassermelone mit. Können wir sicher für irgendwas brauchen. Ich glaube, mehr gibt's hier dann nicht. Ne, gehen wir wieder weg. Ja, in die Kneipe wollte ich noch gucken. Schauen, ob vielleicht die Magier irgendwie noch einen Tipp für uns haben. Komm schon, beweg dich. So, Kneipe. Der Barkeeper. Ich meine, Barkeeper ist ja auch noch irgendwas wichtig. So. Bei Küren. Zwerg. Zwerg. Da war doch auch was. Er sieht vollkommen fertig aus. Ich möchte ihn nicht weg. Okay. Ja, mit dem Zwerg war doch auch noch was, weil diese Zwergenmine, da hieß es doch, wir kommen nicht rein, weil wir kein Zwerg sind und dass wir einen Bart brauchen. Können wir... Ich meine, wir haben eine Schere. Das ist jetzt ziemlich grausam für so einen Zwerg, aber wir probieren es einfach mal. Okay. Wir können ihm tatsächlich den Bart abschneiden. Der arme Zwerg. Wir haben ihn gerade entehrt. Also ihr wisst ja, Zwerge und Bärte, das ist so eine ziemlich wichtige Sache. Reden wir doch mal mit dem Barkeeper. Ich bin's wieder. Oh ja? Ich hätte gern einen Warlock Surprise. Einen Moment bitte. Gut.
Was sind denn diese Bierfässer? Die Bierfässer, aus denen der Barmann Bier zapft. Können wir damit irgendwas machen? Lieber nicht. Der Barkeeper könnte mich sehen. Können wir es im Eimer abfüllen? Das geht doch so nicht. Benutze. Tut mir leid, Sir. Ich kann im Moment kein Fledermauskonzentrat finden. Ist schon okay. Ich bin sowieso noch minderjährig. Darf es sonst noch etwas sein, der Herr? Ich wollte jetzt gerade gucken, ob ich noch. Ich hätte gern eine Cool Red Witch. Einen Moment bitte. Schauen wir mal, benutze Wachs mit. Ich habe hier unten noch etwas panierten Wellensittich. Aha. Scheint zu funktionieren. Ich weiß nicht, was uns das bringt, aber wir könnten das Bierfass verpflopfen. Ich habe den Zapfen am Fass mit dem Wachs blockiert. Wozu auch immer. Tut mir leid, Sir. Ich kann im Moment keinen panierten Wellensittich finden. Bitte, ist schon okay. Ich bin sowieso noch minderjährig. Panierter Wellensittich? Warte hier, ich habe etwas für dich. Was? Wieso hat er was für uns? Hä? Jetzt hat er gerade das Bierfass rausgebracht. Was bringt uns das jetzt? Hey, Kleiner, bring deinem Vater eines dieser Prospekte mit heim. Party Time im betrunkenen Druiden. Bier für ein Goldstück pro Krug. Außerdem klebt ein Freibiergutschein dran. Was hat uns das jetzt gerade gebracht und was hat das für einen tieferen Sinn? Finde ich gerade sehr merkwürdig. Jetzt schauen wir uns mal die Gutscheine an. Das ist ein Gutschein für ein Glas Bier im betrunkenen Druiden. Okay. Das geht doch so nicht. Ich hätte gerne ein Freibier. Sorry, das gilt erst ab morgen. Ah, okay. Okay, vielleicht können wir irgendjemanden damit, keine Ahnung, austricksen, was auch immer. Jetzt reden wir aber erstmal mit den Zauberern. Zwei Punks und einen Kong. Hast du den Stab bekommen? Lach nicht so fies. Wie sagtest du doch, hat er ausgesehen? Eine Art Stab, aber mit einer Kristallleuchte am Ende. Na gut. Okay, Kristallleuchte. So, und hast du den Stab bekommen? Wer hat ihn nochmal? Irgendeine Idee, wo er sein könnte? Soweit wir wissen, war der letzte Besitzer Naflin der Geisterbeschwörer. Nur Gott weiß, was er damit gemacht hat, als er starb. Okay, so. Und ich bin der Ostwind, richtig? Ich dachte. Keine Ahnung, was. Also, wir müssen noch diesen Totenbeschwörer finden. Vielleicht können uns ja die Valkyren nochmal weiterhelfen. Ich habe da noch ein paar Fragen. Schieß los. Na, okay, können wir. Verdammt, ich hab's vergessen. Schade. Wir raten dir, uns eine gute Wertung zu geben. Auch zu einfach gewesen, sonst uns die Valkyren sagen, wo wir hin müssen. Hier drin ist es verdammt heiß. Na gut, schauen wir mal raus. Ich meine, jetzt hat der Barkeeper gerade so ein Fass rausgebracht und uns einen Gutschein gegeben. Warum auch immer. Können wir hier. Jetzt ist hier das Bierfass. Sieht aus wie genug Bier für einen zauberhaften Abend mit den Jungs. Okay, nimm's mit. Jetzt haben wir ein Bierfass. Ein Glück, dass ich einen so großen Hut habe. Ja, wirklich. Okay, ich habe keine Ahnung, wofür wir das Bier brauchen werden, aber vielleicht können wir irgendjemanden noch abfüllen damit. Na komm, jetzt hier auch mit dem. Schauen wir uns mal diese Kiste an, ja? Was hat's denn damit auf sich? Das ist eine Kiste mit Lebensmitteln für die Kobolde. Für die Kobolde, okay. Schauen wir doch mal rein, was da so drin ist. Vielleicht können wir da was mitnehmen. So, bitte. Warum klettert der in die Kiste? Es ist dunkel hier drinnen. Zum Glück bin ich so klein. Ich möchte wissen, wann wir ankommen. Ich ziehe besser den Ring an. Gut, irgendwas ist hier nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Warte mal kurz. Oh. Ich hatte ihn verkehrt herum auf. Wie kann man einen Ring verkehrt rum anziehen? Und warum zum Teufel ist der in die Kiste gestiegen? Ich wollte nicht in die Kiste, aber okay. Das ist eine große Pappschachtel. Ja. Öffne. Gut, jetzt sind wir hier irgendwie in einer Kammer. Schauen wir uns mal um, was es hier so gibt. Da ist ein Haufen leerer Pappschachteln. Da ist mein Zauberbuch drin. Oh, mein Zauberbuch? Warum ist da mein Zauberbuch? Wie kommt das hierher?
Jetzt habe ich endlich mein Zauberbuch wieder. Da ist ein loses Stück Papier. Okay, warum ist da ein loses Stück Papier drin? Es ist über und über mit Symbolen versehen. Anscheinend wollte jemand mein Zauberbuch benutzen. Okay, nicht schlecht. Warum auch immer nutze Papier mit das Zauberbuch? Das geht doch so nicht. Zauberbuch? Nicht nach dem, was letztes Mal passiert ist. Okay, also Zauberbuch benutzen wir erstmal nicht. Immerhin haben wir den Unsichtbarkeitsring hier. Ist ganz gut. Gibt es da noch irgendwas in den Schachteln? Da ist ein Haufen leerer Pappschachteln. Können wir die mitnehmen? Das ist eine Nummer zu groß für mich. Okay, ist ein Haufen Schachteln. Naja. Rattenknochen. Aha. Ein Rattenknochen. Ich frage mich, wo der Rest der Ratte ist. Ja, ich glaube, das müsst du gar nicht wissen. Nehmen wir mal den Knochen mit. Sehr schön, ein Rattenknochen. Perfekt. Und was macht die Tür? Der Schlüssel wurde im Schloss zurückgelassen. Das ist hier auch schon wieder. Hier ist ein Gesicht, da ist eins, da. Die Tür hat auch ein Gesicht. Und jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Der Schlüssel wurde im Schloss zurückgelassen. Okay, der Schlüssel ist im Schloss. Schauen wir uns mal das Schloss an. Wo ist denn das Schloss? Schloss, hier. Man braucht einen Schlüssel zum Öffnen. Okay. Es ist abgeschlossen. Also der Schlüssel ist im Schloss. Die Tür sieht aus, als hätte sie ein Gesicht. Es ist unmöglich, eine Konversation mit einem leblosen Gegenstand zu führen. Ja, okay. Okay, ältester Trick der Welt. Papier unter der Tür durchschieben. Geht das? Oh ja, es funktioniert. Perfekt. Und jetzt müssen wir irgendwie den Schlüssel aus dem Schloss kriegen. Rattenknochen? Kann man sehr gut als Dietrich wahrscheinlich verwenden. Ah, es funktioniert. Okay, nimm Papier. Super, wir haben den Schlüssel. Perfekt. Wir haben den Schlüssel für die Tür. Dann machen wir doch mal die Tür auf. Und hepp. So, sehr schön. Dann gucken wir uns hier doch mal um. Ich meine, wir sind ja immer noch unsichtbar. Kann es also nicht viel passieren. Eine Wache. Eimer. Schauen wir uns doch mal den Eimer an. Das ist ein Metalleimer mit einem großen Loch. Okay, ein Eimer mit einem Loch. Wozu brauchen wir einen Eimer mit Loch? Da ist eine Wache. Wache, Wache, Wache. Wir scheinen in einem Gefängnis zu sein. Ein großer Goblinwächter blockiert den Weg. Goblinwächter, können wir den irgendwie verjagen? Ich möchte nicht noch einmal gekocht werden. Okay, dann. Man kann hier noch runtergehen. Dann schauen wir hier mal unten lang. Wir müssen sicher irgendwie diesen Wächter da zur Seite kriegen. Oh! Wo sind wir denn hier gelandet? Also eine Jungfrau, Doppelportal. Oh, Pfefferminzbonbons. Das scheint die andere Seite von der Tür zu sein, wo wir das... Eine Packung extra starker Pfefferminzbonbons. Wo wir den Zettel gefunden haben, scheinbar. Die Einkaufsliste. Gitterstäbe. Schau an, Gitterstäbe. Solide Metallstangen. Okay, Doppelportal. Extrem schwere, bronzebeschlagene Türen. Das ist so richtig schön hier. Sie sind versiegelt. Oh, versiegelt, okay. Ja, da war noch irgendwas. Schau an, Brandeisen. Zum Glück ist meine Mütze feuerfest. Ja gut, dann, wenn sie feuerfest ist, rein damit. Wofür auch immer wir ein Brandeisen brauchen. Aber es ist ganz nett, wir haben hier voll die hübsche Folterkammer gefunden. Was haben wir hier? Scharfe Eine Sachen. Sammlung heißer Metallspitzen. Können wir die mitnehmen? Meine Mami sagte, fasse nie scharfe Sachen an. Okay, dann können wir die nicht. Was ist die eiserne Jungfrau hier? Ein Standard-Folterinstrument. Mhm. Ah, schön. Schön mit Spitzen. Ein Standard-Folterinstrument. Okay, wen haben wir hier? Der Druide. Den suchen wir doch. Der sollte doch eigentlich Kräuter sammeln gehen. Schön. Er ist an das Gestell gefesselt. Können wir mit dem reden? Bist du der Druide aus der Stadt? Wer bist du, dass du Stimme, aber keinen Körper hast? Ich habe meinen Körper zu Hause vergessen. Mach keine Witze.
Ja, ich bin der Stadtdruide und du stehst in Verbindung mit den Mächten der Finsternis. Warum denn? Wenn du ein Druide bist, wo ist deine Sichel, hä? Ich hab sie zu Hause gelassen, Dämonenprinz. Jetzt verschwinde! Moment! Lass uns einen Augenblick vernünftig sein. Ich höre mir keine weiteren Lügen von dir an. Verschwinde jetzt oder trage die Konsequenzen. Na toll. Tut mir leid, dass ich was gesagt habe, okay? Tschüss! Okay, der will nicht mit uns reden. Wahrscheinlich, weil wir unsichtbar sind. Aber was es damit auf sich hat und ob wir den Druiden noch irgendwie helfen können, ich nehme an, wir müssen ihn befreien, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein und ja, schaut auch bei den Kollegen rein, beim Panda, beim Gamble oder beim Scared. Und ich freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu Let's Play Simus the Sorcerer mit mir, dem Tegaros. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!